Eine verdammt große Höhle, ja. Und viele Fledermäuschen. Na gut. Also mal. Hier ist Granit, falls du welchen brauchen solltest, ne? Brauchst du Eisen? Ja, warte gleich. Ich glaube, ich muss euch erstmal finden. Ihr seid, du bist jetzt, oder ihr seid in der Höhle, wo du jetzt ganz viel, ich glaube, ich sehe eure Namensschilder, ne? Namensschilder. Ah, hier ist Granit. Ja, ich hab euch. Oh ja. Granito. Okay. Abs. Ich mal hier oben hochgehen, jetzt nämlich halt dann so rum. Ist das denn da? Tansaniterz, nehme ich mal mit. Uff, das hier unten ist eine Schlucht hier unten. Ist ja cool. Gibt es hier noch was zu holen? Mal kurz Licht anmachen. Hauptsache, wir finden hier wieder raus, ne? Ja. Aua. Ah, zur Not. Senkrecht in die Höhe. Okay, hier ist Ende. Hier gibt es noch Mission Undead. Den kann man für eine Schmärsche abbauen. Oder, was brauchst du, das Undead oder Diorit? Mehr Dirüt als an Okay, sieht, gut. ja. Dann brauche ich nicht weit abbauen, nehme ich trotzdem mit. Was ich habe, habe ich nämlich. Genau. Oh, Lapis. Na, den nehmen wir natürlich gleich mit, den Lapis. Da ist Schuki. Da ist der Schmersch. So. Ein Lavafluss. Könnten wir noch eigentlich mal ein bisschen hier mal kurz ablöschen, oder? Eigentlich entspannter so, ne? Oh, ohne Ja. Lava. Okay, hier geht das nicht, weil die Dinger da im Wege sind. Cool. Bisschen Dingelkristalle abbauen. Der reinste Rohstofftour hier gerade, wa? Das ist doch Das cool. ist richtig gut aus. Das ist eine richtig schöne Schlucht, ne? Aber ich möchte auch ungern jetzt mein Hauptquartier irgendwie verlegen. So. Schöne Schlucht. Schön hier. Schöner Lavawasserfall, der hier runterkommt. Hat was. Ja, es ist auch wirklich, ja, Rohstoffe und so weiter und so weiter. Hat da was, ne? Müssen das Geklingel hier mitnehmen?
geht richtig weit. Also ich komme mal wieder runter. Muss auch mal wieder hier umpacken. Ich habe so viele Sachen hier mit dabei. Irre. Jetzt Sensenbeeren kann ich gleich mal fressen. Sieht doch schön aus hier, wa? Kohle haben wir mehr als genug. Müssen wir Schmerz jetzt hin? Ich bin die Schlucht weitergegangen, weil die geht, glaube ich, noch ein ganzes Stückchen hier noch weiter. Oh, ach, bist du weit? Gar nicht mitgekriegt. Gibt's noch ein bisschen Genau, ich Bleierz? bin zuerst den, ich bin zuerst diesen Wasserfall nach oben geschwommen, Ach so. um zu gucken, was da oben ist. Auch allerhand schönes Zeug. Genau, da habe ich gesehen, da geht es noch eine Ecke weiter. Okay. Mal kurz Fackeln hier setzen und will das nichts Licht. mehr. Ja, ich habe diese Nachtsicht an, deswegen vergisst man dann, die Fackeln zu setzen. Genau. Boah, alles Ja, noch aber da. Goldbüschchen. Die können wir mal mitnehmen, die Goldbüschchen. Mal gucken, wie wir die anbauen müssen. Ein bisschen Geklingel ist hier wieder. Aua, toll, super runtergefallen. Super. Oh, hier, guck mal, die Gemeinde haben dieses Kackfeuer hier. Das ist ja überall Feuerchen hier, ne? Oh, hier gibt es ganz viel Redstone, das ist schön. Smash, pass auf, ne? Hat einer Wasser Ja, angehalten? habe ich. Habe ich. Ja. Auch. Diamanten hatten wir hier eben schon. Hier noch ein bisschen Nickelerz, das nehmen wir auch gleich nochmal mit. Gott, das ist die reinste Rohstofftour hier. Geht das jetzt nicht hier? Was denn? Okay, das Wasser hier nicht weg hier. Müssen wir einmal wieder einpacken. Habe ich. Mein Helm kann ich auch, ist der Helm kaputt? Ist mein Helm kaputt? Oder mein. Kann ich gar nicht einschalten. Doch jetzt. Cool. Da über uns ist eine große Holzplattform. Was ist das denn? Das ist ja cool. Ja. Nicht schlecht. Wer hat denn noch Wasser für dieses Feuerchen hier? Habe ich. Diesen Nachtsichthelm ist nicht verkehrt. Da gibt es noch ganz viele Rohstoffe Genau. hier. Alte Scheiße, ey. Aua! Wo bin ich runtergefallen? Warum das denn? Kann hier kein Wasser schöpfen, ey. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Was hast du denn für ein Problem? Ich will Wässerchen schöpfen, kriege ich aber mit meinem Eimer nicht hin hier. So. Geht nicht. Wo bist du mit deinem Wässerchen schöpfen? Oh, ich habe Gold gefunden. Cool. Bin ich wieder voll hier, Alter? Kanüle, ey. Der Rucksack ist ja bald voll. Bald den nächsten Rucksack hier fertig machen. So. Cool, hier gibt es auch einen Nebengang. Da gibt es auch noch ganz viele Rohstoffe. Goldbeerbusch, nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir. Glaub, hier ist das dann zu Ende.
jeden Fall sehr ergiebig hier, meine Güte. Oh, ja. Rohstoffe mitnehmen, was man hat, hat man, ne? Gibt es auch genug von deinem Andesit? Ja, hier ist vorbei, da gibt es nicht mehr viel. Guten Gabo Cobblestone. Ach, Kies hier. Also mit diesem Nachtsicht sieht das total klasse aus. Oh, was ist das gerade für ein Geräusch? Hast du auch gehört? Hier gibt es ein bisschen Klingelingling. Nee. Wie dieser Soundmod wieder ist. Das ist total geil. Wo ist Schoki? Schoki steht da hinten noch rum. Ja, diese Holzkonstruktion, das ist immer mal. Licht das Licht aus. Ja. Ich weiß nicht, ob das Reste von so einer alten Mine oder sowas, ne? Vielleicht. Möglich. Ein bisschen gelbes Geklingel habe ich hier. Die Kiste ist schon wieder voll, ich fasse es ja nicht. Der Rucksack ist voll. Ja, dann 3 Liter von unnötigem Ballast. Ich habe aber noch einen zweiten Rucksack. So, hier ist jetzt wieder was mit Wasser, mit Feuerchen hier unten. Das mache ich jetzt mal aus, das Feuerchen. Das brauchst du hier keinen Schmal. Das Smash. Wir schwimmen rum. Das soll gehen? Klar geht das. Das kann ich nicht. Wo kommt? Ich weiß gar nicht, wo man da ankommt. Ähnlich so, also wenn man unter Wasser wäre, dann mit Space kannst du den auftauchen. Genau. Dann fährt er, dann krabbelt man hier so. Das heißt, wenn ich jetzt noch höher. Es sind da oben Laternen? Wo du bist? Nee, noch nicht. Oh, ich habe gerade ganz viel Silbererz hier gefunden. Ist das geil. Ganz viel Zinnerz noch. Nehmen wir auch nochmal mit. Oh Gott, ist das eine. Ich habe Gold gefunden. Und 8 Blöcke Gold. Mal 10 Erz nehmen wir nochmal mit. Dieser Helm, der ist Gold wert mit diesem Nachtsichtgerät. Seid ihr schon wieder oben oder was? Also ich bin nicht hochgeschwommen. Ich bin nur mal hochgegangen, ja. Aber also ich nehme den altbekannten Weg hier. Mach das. Ah, dann kommen wir hier wieder raus. Okay. Interessant. Ich glaube, ich gehe mal wieder raus. Wenn man jetzt rausgeht, muss immer links die Fackeln sein, ne? Nee, rechts. Echt? Rechts die Fackeln. Sollten wir uns echt auf dem Atlas vermerken, ne? Das ist eine. Ja, mach ich gleich mal. Können wir öfters mal einkaufen gehen, würde ich sagen. Genau. Müssen wir mal kurz was essen. Atlas. Gute Miene. Ne?
Wir wissen, was das heißt. Sehr gute Mine. Das fällt mir, ich könnte mal wieder einen Asterix-Film gucken, glaube ich. Genau. Mein Fisch ist frisch. Geht euch das auch so? Ihr kennt so Trickfilme von früher, so Vicky, Maya, Genau, Asterix. genau. Und dann werden die, neu verfilmt und dann sind das so nur diese 3D-Verfilmungen. Genau. Die sind voll scheiße, sind die. Also ich mag lieber auch, genau, ich mag lieber auch diese alten, handgezeichneten, irgendwie, ja. Okay, dann gehe ich jetzt auch wieder raus. Ich finde nicht mal raus, was ich so finde. Wo bist du denn, Schoggi? Ich sehe den Schmerz gerade vor mir rumgaloppieren. Draußen ist Gewitter, also dann willst du rausgehen? Ich bin jetzt bei der Truhe und bei diesem Spawner. Super. Wo du doch diesen Ja. Monster-Spawner hast. Die Kerze draufgepackt. Genau. Also ich finde, bei diesen alten Sachen, das hätten sie so lassen sollen. Hier geht's nach oben. Ja, toll. Bei der. Ja, ich finde das einfach nicht mehr, Schoki. Hier bin ich. Hier. Da sind wir Ach alle wieder da, zusammen. Oh. genau. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Hier habe ich einen Nickel. Schon Blei mitnehmen, wer weiß, für was man braucht. Bin ich jetzt hier hoch? Mal kurz. Das ging hier hoch. Wir haben uns hochgebaut. Genau. Ah, ja, genau. Ich Genau. sehe es. Rechts die Fackeln. Na, gucke mal. Oh, es schneit. Es schneit. Dichte Schneetreiben. In dieser Höhle könnte man vielleicht eine Weihnachtslandschaft bauen. Bei den ganzen Ungeziefer da drin? Wieso, das muss man erst alles beseitigen. Das kommt ja wieder. Das kommt wieder. So, Herr Schmersch. Tolle Runde gewesen, ne? Wo wollen wir weiter? Hier oben, weil wir doch ja, einen kleinen Bogen haben wir. Wir könnten ja mal schauen, ob wir jetzt einfach ganz stur nach Westen gehen können, ob es da eine Landverbindung gibt, ob das hier ein Binnenmeer ist oder eine Oh, gucken wir riesengroße. Ja, mal. vielleicht ist es ja nur. Ja, genau. So, kurz mal die Nachtsicht hier. Genau, nachts ich mal deaktivieren. Sieht aber schön aus hier. Hier kannst du ein schönes Weihnachtsdörfchen hinbauen. Hier ist Schnee. Wow! Vorsicht, Loch hier, wo ich gerade war. Mal dann rüber, ne? Da bist du. So. Dann müssen wir Nickel nochmal mitnehmen. Sind wir auch gerade auf der Karte? Da sind wir. Das wird ja ein großes Binnenmeer sein. Ja, mal sehen. Also, können wir mal da, wenn wir jetzt ein bisschen. Da drüben ist ein Haus.
Wo denn? Da drüben. Wo ich hingucke. Ah ja. Ja. Aber es sind garantiert keine Betten drin. Und so viel Wolle habe ich jetzt nicht eingepackt, glaube ich. Ich kann ja kurz mal gucken. Nee, ja, ich auch nicht. Sonst könnten wir uns. Seht ihr denn da ein Haus? Das ist doch kein Haus. Ein Bett hätte ich höchstens, aber das reicht uns ja nicht, ne? Aber die Schlucht da und der Höhlengang war nicht schlecht. Die ist richtig gut. Also da ist ordentlich was zu holen, ja. Da schmeißt jetzt hin. Ach, der will's da lang, okay. Ich meine, ich habe gerade, was ich muss mal die Karte angucken. Ja, genau. Ist an der Küstenlinie unter. Da fehlt wirklich so ein vereistes Binnenmeer hier. Hübsch. Ach, Schmersch, was siehst du da schon wieder an? Was denn, wo denn? Wölfe? Nein. Kamesinritter. Warum ist ein Tor denn aufgegangen? Oh nö. Leute. Oh. Das Tor ist aber kaputt. Einfach kaputte? Hm. Hat sich ausgestinkert hier. Wichtig ist, dass man das Tor ruckzuck kaputt macht. Was denn? Warum sind die spielfreudig? Guck mal! Ey! Was denn? Pflanze hat mich gerade weggeschubst. Diese Krücke, ey. Hier ist Gold. Möchte jemand Gold haben? Kann jetzt nicht. Möchte jemand Eisen haben? Oh. Okay, Schoki-Spielstunde wieder. Ey, fünf Ketterpflanzen, diese Scheißdinger, ey. Alle sehr spielfreudig. Gott. Ja. Geht der Schmersch vorweg und dann macht er gleich so ein Kamesinritter-Tor hier auf. Ja, ich weiß, es kam aus dem Nichts plötzlich hier. Ein Eis, Schnee und Sand. Oh, Eis. Will jemand ein Eis haben? Nee, ich will euch beiden mal wieder haben. Ja, dann komm doch. Ja, wenn ich mal wüsste, wo ihr seid. Du siehst uns auf der Karte, wo wir lang gelaufen sind. Spaghetti-Eis, das wäre jetzt weiß fein. Ein schönes Spaghetti-Eis, oh ja. Oh, das ist zu lecker. Aber wartet da mal bitte, ich finde euch nicht hin. Ja, Richtung stimmt. Ich sehe dich schon da hinten rumbaumeln. Ich baumel dir da gleich, ey. Also, komm ich hoch! Guck mal, bemoosten Bruchstein. Den baue ich immer ab. Ich finde Fräuchchen so toll, bemoosten Bruchstein. Ach, habe ich da schöne Pflanzen mitgebracht hier. Der eine Kamesinritter hat noch, so habe ich ein Schleier, Schlangeneier dabei. Warum das denn? Weil du vielleicht eine Schlange platt gemacht hast? Ich wüsste nicht, weil ich das gemacht habe. Einige Schlangen. Aber. So. Ist das nicht zu kalt für die? Können sie gar nicht bewegen dann? Weiß ich nicht. Oha. Was denn? Ich habe eine Schlange gebissen. Schoki? Ja,
bin gerade noch auf Pflanzenjagd. Wollen wir schon wieder weitergezogen? Eine Schneekrabbe. Vieles Geschlängel. Eisige Iris, jawohl. Ja, ich glaube, das ist vielleicht doch irgendwie kein Binnen mehr, aber nur immerhin, da sind wir hier einmal rum, würde ich sagen. Mhm. Könnten weiter nach Westen und dann den Bogen schlagen und die Eisfüße zurück nach Dormstrang. Würde Zeit die für dich gut passen? Also Richtung Westen jetzt, ne? Genau. Gut. Ganz stur Richtung Westen. Genau. Packen wir erstmal wieder das Boot aus. Ah, das Bötsche. Genau. Das Bötsche. Und schnurstracks einfach nach Westen paddeln. Hat ja heute auf jeden Fall gelohnt, die Expedition. Was ich da jetzt an Rohstoffen rausgeholt habe, also wow. Nicht schlecht. Oh, schöne Korallenriffe unter uns. Herrlich. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich den nächsten Server mal den Teleport. Was soll der Dreck was hier? Was denn? Wo bist du denn? Gesoffen. Oh. Was machst du denn da, Schmersch? Ja, ich komm nicht mehr hoch. Du bist unter dem Eis wahrscheinlich. Du bist unterm Eis. Wieder spielfreudige Pflanzen hier. Im nächsten Server einen Mod weglassen oder? Ja, vielleicht den Teleportierungsmod, so man mehr halt mit den Tieren reisen muss. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich ihn trotzdem wieder reintun. Beim Grund ist ja ganz witzig. Ja. So, machen wir weiter Richtung Westen, ne? Mit der Schmerzschau noch pünktlich noch nach Hause kommt. Was denn? Ja, ich habe die Schlange nicht getroffen eben. Ach so, dann geht's ja. Ja, oh, dann geht's ja. Ja, wieder ins Boot, würde ich sagen, und dann nach Westen. Westen. Haben doch ein paar schöne Schiffswracks hier, ne? Die machen wir wieder. Mhm. Sehr schön. Ja. Auf in den Monduntergang. Da gibt es ja eh nichts zu holen. Nee. Könnte höchstens ein bisschen Holz abbauen. Aber geht doch. Das wird tolles Eis. Was ist denn für ein Eis hier?
Packeis, okay. Hast du nicht mal in dieser Gegend meine Freundin gehabt, Schmerz, die dich platt gemacht hat? Ja, die hat hier. Genau. Entschuldigung. Gesundheit. Nee, war ein Husten. Ja. Boah, hier ist ein eisiger Wind, du. Mach ich gleich einen warmen Tee. Oh, Ende der Straße gefunden. Hier ist ein Schild. Vorläufiges Ende der Nordstraße. Okay. Ist ja auch ganz schön hier zugeschneit, die Nordstraße. Flup. Flup. Elefant. Okay. So, wo ist der Schmerz? Ah, der kommt von da. Da kommt der Schmerz. Dann können wir hier wieder reingehen, ne? Gerauscht. Weil ich dieses Dörfchen noch gebaut habe, meine Güte, da. Soll es ja gar nicht so groß werden. Das war alles. Das habt ihr alles selbst gebaut dann, ne? Ja, hab ich alles selbst gebaut. Ja. Spawnpunkt habe ich mit Chucky gemeinsam gemacht. So, ich bin wieder zu Hause. Ich auch. Erstmal abladen. Ah, hat eine Menge Spaß gemacht. Meine Güte, wieder ordentlich wieder rumgereist, ne? So, mal jetzt ins Lagersystem schmeißen. No. Was man so hat. Endlich wieder zu Hause. Home sweet home. Ja, so war. Zu Hause ist es doch am schönsten, oder wie sagt man so schön? Ja, zu Hause ist es am schönsten, ne? Ich schmeiße mal ganz Materialien her. Ein Granit habe ich hier. Hier sehe ich heute oben. Gute Mine sehe ich jetzt auf dem Atlas. Hm. Genau. Ah, sehr gute Mine. Sehr gut. Hast du den Diore, den ich abgebaut habe, bringe ich dann gleich noch vorbei. Silbererz, oh. Zinnerz. Der Rucksack ist leer. Das ist gut. Nächsten Rucksack. Kies. Also hat sich richtig gut gelohnt, die Strecke. Ja, auf jeden Fall. War ein sehr guter Ausflug. Kurz nach oben gehen. Ja, die Versailles reinspeisen, die ich erbeutet habe. Joy. Schneeball kannst du auch gebrauchen, Schoki, ne? Ja. Unser System muss jetzt aber ganz schön gerade arbeiten. Meine Güte, da. Ja. Das ist los. Gerade jetzt auch noch, wahrscheinlich belastet wahrscheinlich auch noch ein bisschen so, wenn die es alle ins Lagersystem reinpacken, muss er das ja auch noch irgendwie wegrechnen. Muss er abkönnen. Naja. Ja, muss er abkönnen. Das muss die Maschine abkönnen, ne? Genau. So, habe ich jetzt alles reingeworfen. Den Diorit, gut, sind nur 13, bringe ich gleich mal vorbei. Ich habe noch ein bisschen Marble, habe ich hier noch.
Granit, Cobblestone, was geschütteltes Holz, Erde. Eine Kamentin, Kultdingsbums Scheiben habe ich, okay. Von dieser Kamazin-Knöllchen. Genau. Was, ein Fichtensetzling haben wir noch nicht? Hier stelle ich fest, das Lager ist eben schon so schön groß bemessen. Es reicht trotzdem nicht. Ich müsste eigentlich alles mal auseinandernehmen und neu machen. Auch farblich kennzeichnen, wo ich dann was habe, weißt du? Ach Gott, ey, Ja. das ist dann wieder so ein Aufriss. Dann wieder keiner braucht Ja, so. ich habe die gerade ans Lagersystem noch mal rangehen. Ist schon echt Haufen Boah, was ist denn Arbeit, hier los hier? ja. Ja, ich fühle das Lagersystem gerade ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ich bringe jetzt einen Schmerstein-Diorit vorbei. Sind zwar nur 13 Stück, aber dann hat er die wenigstens. Bin gleich wieder da, Schatz. Ja, ist gut.